Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Quantum Break. Immer noch von meinem Sponsor gesponsert Games Planet. Wir werden durch diese Tür hier schreiten. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. Harry Potter. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt oder welche Rolle er gespielt hat, aber er kommt. Na, lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Okay, so, bevor wir da lang gehen, gehe ich hier lang und schaue mich hier ein bisschen um, ob ich hier irgendwelche Informationen oder Handlungsstränge oder irgendwas finden kann. Hier ist nur ein Aufzug, der ist so mittelinteressant. Hier hey, wir... Paul, glaubst du, du hast genug Platz hier? Nee. Nun, wir Geschäftsleute müssen ja irgendwo Golf üben. Ja, so sieht's aus. Ich gehe mal an den Rezeptionscomputer, ja, Paul? Okay. Vorfall? Herrje, Will, was hast du diesmal angestellt? Maus. 8. Oktober 2016, 11.32 Uhr, von Haley's Shelton. Ray William Joyce Sicherheitsfreigabe an Joseph Chehate. Joseph, ich habe nachgefragt und von unserem Vorgesetzten die Bestätigung erhalten, dass Dr. William Joyces Sicherheitsfreigabe aufgehoben werden muss. Also der Zeitpunkt für die Aufhebung ist am 9. Oktober genau um 4.20 Uhr. Ich habe keine Ahnung, warum es exakt diese Uhrzeit sein muss. Ich verspreche dir, was ich dir zeigen werde, ist weit aufregender als die Lobby. Ich lese gerade hier in Rezeptions-E-Mails. Das werde ich ja noch sehen. Das ist auch ganz interessant. Muss wohl etwas Vertragliches sein. Der Typ war Berater beim Projekt Promenade, ist dann aber vor ein paar Tagen vor einigen Investoren durchgedreht. Ich war derjenige, der ihn rausgeschleift hat. Das war ganz schön verrückt. Er hat geschrien, dass ihn irgendeine Frau davor gewarnt hätte, dass das passieren würde. Ich habe keine Ahnung, von was zum Teufel er da geredet hat. Wenn es nach mir ginge, würde ich seine Sicherheitsfreigabe sofort aufheben. Aber darauf geschissen. Auf mich hört sowieso niemand. Und mit diesem ganzen Monarch-Zeug will ich auch nichts zu tun haben. Lass uns einfach unsere Arbeit machen. Also, halt bis dann deine Augen nach diesem Dr. Joyce offen, okay? PS, hab nicht zu viel Mitleid mit ihm. Ich habe gehört, dass der Typ tatsächlich mal ein Videospiel aus dem Pausenraum gestohlen hat oder sowas. Also ist er vielleicht sowieso jemand, den wir nicht hier haben wollen. Dann die Antwort. Haley, hast du vielleicht eine Ahnung, wo William Joyce ist? Ich habe eine seltsame Anfrage. Ach, das war. Spannst okay, du dich gerne auf die Folter, was? Lass mich doch mal hier in die kleinen Freuden des Lebens. In den E-Mails schnüffeln. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo William Joyce ist? Ich habe eine seltsame Anfrage, seine Sicherheitsfreigabe genau um 4.20 Uhr am 9. Oktober aufzuheben. Das ist heute, ne? Der Befehl kam direkt von Liam Burke aus Monarchs Sicherheitsabteilung. Ich weiß, dass sie als Berater für die Universitätssicherheit fungieren, aber was haben die überhaupt für die Autorität hier für sowas? Die ganze Sache wirkt ziemlich dubios auf mich. Irgendwelche Ideen? Okay, wir müssen das also von unten nach oben lesen eher. Das ist natürlich eher schade. So, hier ist so ein schöner Aufenthaltsbereich. Wunderhübsch. Was haben wir hier? Wie viel hast du ihn dafür bezahlt, dass ich das bei meiner Ankunft zu sehen kriege? Sowas ist eine Nummer zu billig für mich. Ah, das ist dasselbe wie draußen. Was ist das? Achso, das sind so Computer? Okay. Ich glaube, wir kommen mit Paul. Wir gehen weiter. Hier ist ein Sizzle-Automat, lecker, mal eine Sizzle-Cola. Kann ich mir eine ziehen? Nein. Hier sind mal Büros. Hier rein, Jack. Fahren wir nach oben. Warte mal, kommt man in diese... Wie kommen diese Menschen in ihre Büros rein? Wo hat dieser Raum eine Tür? Das hier ist doch keine Tür, oder? Ist das eine Tür? Doch, es könnte eine Tür sein. Hier haben wir den Campus. Die Anlage hier ist ganz ordentlich. Was soll ich sagen? Ich habe ein gewisses Talent, wohlhabenden Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Tja, was machen die? Okay. Weil das immer wieder diese Maus sich aktiviert. Grrr. So, was haben wir hier? Wie ich sehe, sind Demos gegen Monarch gerade schwer in Mode. Ja, wundert mich, dass du da nicht mitmachst. Ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nun, es war mal unser Ding. Du hast uns verraten. Aber ich weiß nicht. Reich und erfolgreich ist auch nicht so schlecht. Solltest du versuchen.
Aushang Jobmesse von Monarch Solutions. Monarch Solutions Jobmesse. Treffen Sie den Sprecher von Monarch, Martin Hedge, persönlich. 29. September, 13 bis 16 Uhr. Sie stehen kurz vor dem Abschluss und sind auf der Suche nach dem nächsten Schritt. Ihre Zukunft beginnt hier. Monarch Solutions ist der Arbeitgeber Nummer 1 für Universitätsabsolventen in Riverport. Wir suchen aktiv nach neuen Angestellten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Energielösungen. Hier drüben. Ja, ich... Vielleicht kriege ich... Ja, ich suche noch einen Job. Energielösung, Sicherheitsabteilung, Marketing, Kronon, Forschung, Robotertechnik, Kundenservice, Informationstechnik. Nehmen Sie an unserem Seminar mit Martin Hedge von Monarch um 13 Uhr teil und erfahren Sie mehr zu den vielen Vorteilen, die eine Anstellung bei Monarch Solutions mit sich bringt. Seien Sie ein Teil einer strahlenden neuen Zukunft, werden Sie Teil der Monarch-Familie. Ja, ob das so gut ist, ob man das unbedingt so tun soll. So, wir fahren Aufzug, ja? Okay, ich gehe mal rein. Kommst du mit? Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch sagen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Bisschen PowerPoint, ja, da. Läuft schon. Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Oder nimm Platz. Ich nehm Platz. Ich möchte mir die Präsentation natürlich angucken. Ich will deine Präsentation sehen. Ich weiß, dass du sowas liebst. Komm schon, Mann. Überrasch mich. Nee, so. Na gut. Wenn du darauf bestehst... Fortschritt. Das ist es, was unsere Spezies antreibt. Im Lauf der Geschichte haben wir lebensgefährliche Krankheiten besiegt und den Planeten erforscht. Oh, gut. Der Marketingmodus ist an. Unterbrich mich nicht. Aber es gibt etwas, das verhindert, dass wir wahren Fortschritt machen. Die Zeit selbst. Ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat es mir folgendermaßen erklärt. Ein rotierendes schwarzes Loch ist theoretisch in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, wodurch es potenziell möglich wird, durch Raum und Zeit zu reisen. Vor vielen Jahren stellte William Joyce, dein Bruder, die Theorie der Existenz von Kronon-Partikeln auf. Diese Partikel sind jetzt unter dem Namen Meyer-Joyce-Partikel bekannt. Sie erzeugen ein allumfassendes Feld, das konstante und gleichbleibende Fortlaufen der Zeit ermöglicht. Hier beim Projekt Promenade haben wir diese beiden Theorien zusammengeführt, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Feld zu manipulieren. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Promenade heißt es also, okay. Das ist noch nicht alles. Sollte aber als Einführung reichen. Och, das war's schon. Okay, los geht's. Oh, schade, aber war eine schöne Präsentation. Es geht also um Quantenphysik. Paul, du weißt, dass mein Bruder sich viele Jahre in diesem Thema vergraben hat. Hast du Will deswegen als Berater hinzugezogen? Als Dr. Kim verstarb, war dein Bruder die logische Wahl als Ersatz. Okay. Unser Bruder also, dem heute die Sicherheitsfreigabe entzogen wird um 4.20 Uhr, was ja sehr bald ist. Hier drüben, Jack. Naja. Das ist es, woran ich gearbeitet habe. Ich guck noch, ob ich irgendwelche PCs von den Mitarbeitern hier anfassen kann. Aber die scheinen alle aus zu sein und... So, ich mach mal einen kleinen Bogen. Promenade, okay, so heißt das Projekt, muss ich mir merken. Ich hoffe, ich schaffe das. Hier laufen noch ein paar Rechner, da sind so ein paar Eingabezeilen. Hier sieht aus wie ein explodierendes Gehirn, das ist immer sehr schön. Mhm. Ein paar Baupläne oder Blaupausen oder irgendwas. Aber hier können wir uns auch nichts genauer angucken. Okay, dann gehen wir... Projekt Promenade. Door opens with keycard only. Willkommen zum Projekt Promenade. 4:10 Uhr. 5 Minuten vor dem Riss in der Zeit und 10 Minuten vor Ende der Sicherheitsfreigabe für unseren Bruder. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Oh ja. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack.
Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Okay. Du hast mich immer in so etwas hineingezogen. Ich? Ich hab dich hineingezogen? Ich sage nur ein Wort. Utah. Ha. Okay. Touché. Und was ich so höre, hast du in den letzten Jahren auch ohne mich genug Ärger am Hals gehabt. Nun, ganz offensichtlich ist das eine meiner Stärken. Okay, das war ein total wichtiges Handlungsobjekt. Irgend so eine Ziegenstatue aus einem Park in Utah. Riverport University. Ganz schön viele Rechner hier. Holla die Waldfee. So hat er was aus seinem Schreibtisch. Ah, guck mal, hier kommt noch. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Oh. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Ja, ich möchte nur kurz hier mal deinen Laptop angucken. Maus, verpiss dich! So, diesmal fangen wir unten an zu lesen. So. An Paul Serene von Meredith Rosen am 7. Oktober um 11.33 Uhr. Projekt Promenade Beta-Test. Paul. Die Investoren haben ihre Entscheidung getroffen. Aufgrund von William Joyces Bedenken stellen sie jegliche Finanzierung von Projekt Promenade ein, bis ein gleichwertig qualifizierter Experte mit dem Projekt betraut werden kann, um weitere Untersuchungen anzustellen. Ich habe alles getan, was ich konnte, um sie umzustimmen, aber das einzige Aufsichtsratmitglied, das zu ihren Gunsten gestimmt hat, war Martin Hedge. Wir haben William Joyces fragwürdigen Geisteszustand angesprochen, aber da war der Schaden schon angerichtet. Er hatte bereits Zweifel gestreut. Lassen Sie mich wissen, wie Sie weiter vorgehen möchten. Und dann von Paul. Murr. Wir können uns zum jetzigen Zeitpunkt Verzögerungen absolut nicht leisten. Wenn wir Projekt Promenade jetzt auf Eis legen, verlieren wir über Nacht jeden Chronon-Spezialisten, den wir haben. Monarch bezahlt das Doppelte von dem, was wir bezahlen. Es wäre ein absoluter Albtraum. Unser Personal ist unersetzbar und ich habe jetzt schon Probleme, es zu halten. Ich kenne William Joyce seit unserer Kindheit. Er ist zweifellos ein Genie, aber er neigt auch zu Paranoia und mentaler Instabilität. Er hat das große Ganze aus dem Augen verloren. Seine Bedenken bezüglich Projekt Promenade sind haarsträubend, unbegründet und basieren auf lächerlichen Mutmaßungen. Der einzige Grund, weshalb wir Will als Berater mit an Bord geholt haben, ist, dass keine anderen qualifizierten Experten zur Verfügung stehen, denen die Investoren das Projekt zutrauen, jetzt da Dr. Kim nicht mehr da ist. Wir können nicht warten, bis der Aufsichtsrat einen passenden Ersatz findet, weil es keinen gibt. Kim hat diese Zahlen lange vor seinem Tod abgesegnet. Ich weigere mich zuzulassen, dass Will alles sabotiert, was wir hier geschaffen haben. Sie müssen die Investoren ablenken und mir Zeit verschaffen, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wird. Ich werde einen Weg finden, um Beweise zu sammeln, damit wir mit dem Beta-Test fortfahren können. Geben Sie mir 48 Stunden. Ich bekomme das hin. Paul. Okay. Hier hat er eben was rausgeholt. Da können wir aber nicht auch nochmal rangrabbeln. Okay. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja, nee, ich guck mich hier noch so ein bisschen um. Ne? Okay. Hier liegt noch was. Warte ich mir. Diese Maus ist zum Kotzen. So, wir fangen. Uiuiui, das wird eine längere E-Mail-Gedönsrad. Ich freue mich sehr. Stellt euch drauf ein oder spult vor. So, von Jack. Nee, an Jack Joyce von Paul Serene am 9. September. Kommst du nach Hause? Jack. Es ist schon lange her. Kommst du jemals auf einen Besuch nach Hause? Lockt dich der Geruch des Meerabwassers von Riverport noch nicht zurück? Ich will da nicht angeben, aber die Stadt wurde kürzlich zum Küsten-Detroit Amerikas ernannt. Wie du dir vorstellen kannst, sind alle darüber sehr erfreut. Was gibt's Neues? Wo bist du im Moment? Ich schätze, du sitzt in irgendeinem buddhistischen Tempel, fertigst Feng Shui-Armbänder und frischst dein Bikram auf. Kulturelles Unwissen extra für dich, damit du dich aufregen kannst. Ich warte noch immer auf den Tag, an dem ich einen Anruf bekomme, dass ich dich aus einem heruntergekommenen Thai-Gefängnis holen muss. Ich habe einen Fonds für deine unausweichlichen Verbocker vor dem Gesetz angelegt. Aber im Ernst, ich hoffe, dir geht's gut. Ich denke oft an dich und du fehlst mir, Mann.
Übrigens, das wird vielleicht ein Schock für dich sein, aber erinnerst du dich an das große Projekt, von dem ich dir erzählt habe, dass ich an der Universität leite? Sie wollen deinen Bruder als Berater für die letzten Phasen einstellen. Ich wollte es dich nur wissen lassen, bevor du es im Internet oder so liest. Du wirst viel über unser Projekt lesen, sobald wir es sehr, sehr bald öffentlich machen. Es wird schwer sein, dem Trubel zu entkommen, selbst am Ende der Welt. Wir wissen beide, dass dein Bruder schwierig sein kann. Hast du irgendeinen Ratschlag zum Umgang mit ihm? Viele Grüße, Paul. Ah, das sind jetzt E-Mails zwischen Paul und mir. Geldsack. nette Begrüßung. Ich reise gerade durch Vietnam, werde aber bald wieder zurück nach Thailand fahren. Ich hoffe, du hältst den Fonds gut gefüllt, weil ich auf jeden Fall einige schlechte Entscheidungen treffen werde. Tatsächlich hatte ich schon ein wenig Probleme, aber ich denke, dass sich alles geklärt hat. Und niemand hat den Fehler gemacht, die Polizei zu rufen. Wie läuft das Leben auf der Überholspur? Ich habe kürzlich einen Artikel über dich gesehen. Top 30 Unternehmer unter 30 oder sowas. Wie ich sehe, trägst du noch immer diese lächerlich überteuerte Uhr. Wegen Will, was kann ich dazu sagen? Ich bin eindeutig kein Experte im Umgang mit meinem Bruder. Es gibt einen Grund, weshalb wir seit 6 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben. Der beste Ratschlag, den ich dir geben kann, ist folgender. Werde die Uhr los. Jack. Will ist in guten Händen, mach dir keine Sorgen. Ich höre auf, die Uhr zu tragen, wenn du aufhörst, potthässliche Widderstatuen als Souvenir vom Polizeiwagen zu klauen. Ah, jetzt haben sie den Hintergrund von dieser komischen Widder-Ziegenstatue da. Daran wirst du mich noch ewig erinnern, oder? Ich habe das Foto als Hintergrund bei meinem Telefon. Dein nobler Protest inspiriert mich bis heute. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Das ist schon ziemlich unheimlich. Viel Glück bei deinem Projekt. Wir sehen uns bald wieder. Jack, du weißt, ich bin der letzte Mensch, der um einen Gefallen bittet, aber ich brauche dringend deine Hilfe, Mann. Alles, was ich mir hier aufgebaut habe, meine gesamte Karriere, das alles könnte in die Brüche gehen, wenn ich nichts unternehme. Ich muss zur einzigen Maßnahme greifen, die dieses Projekt wieder in die richtige Bahn lenkt, aber ich kann das nicht alleine tun. Ich brauche jemanden, dem ich wirklich vertrauen kann, dass er mir hilft, alles in Ordnung zu bringen. Wo bist du gerade? Ich habe nur 48 Stunden, um alles gerade zu biegen. Ich weiß, Riverport ist der letzte Ort, an dem du sein möchtest, aber ich könnte dir sofort einen Flug buchen. Ich weiß, das ist nicht gerade eine kleine Bitte, aber ich bin verzweifelt. Ich muss wissen, ob du das für mich tun kannst. Viele Grüße, Paul. Wir sind fast 2 Jahrzehnte Freunde, du hast nicht einmal um meine Hilfe gebeten. Nicht einmal um meine Hilfe gebeten. Die Sache muss schlimm sein. Bist du okay? In was für Problem steckst du? Natürlich mache ich das. Du kannst auf mich zählen, Mann. Ich bin gerade in Bangkok, aber ich werde so schnell wie möglich nach Riverport kommen. Ich warte hier am Computer auf weitere Einzelheiten. Ich habe gerade einen Flug von Bangkok nach Riverport gebucht. Erste Klasse. Wenn du ankommst, wird am Flughafen ein Taxi auf dich warten, das dich direkt zur Universität bringt. Ich kann dir nicht mehr in den Mails sagen, aber dir alles erklären, wenn du hier bist. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Es sind zwar nicht die idealen Umstände für ein Treffen, aber ich kann es kaum abwarten, dich wiederzusehen. Ich packe meine Sachen und mache mich so schnell wie möglich auf den Weg zum Flughafen. Um was auch immer es da geht, sorg einfach dafür, dass Will nicht weiß, dass ich nach Hause komme. Das ist nicht die Art von Päckchen, das ich unbedingt jetzt aufmachen muss. Okay, damit haben wir schon 15 von 16 Handlungsobjekten. Das freut mich gerade sehr. So, hier haben wir so einen Defibrillator, so wie es aussieht. Hier haben wir... Wo führt diese Luftschleuse hin? Du solltest lieber fragen, in welche Zeit sie führt. Wie tiefgründig. Ja. So, was haben wir hier? Also, was ist das hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Okay. Hey, wir haben alle Handlungsobjekte gefunden. Chaka. So, was geht hier ab? Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kronanleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Okay. Aktiviere den Kern. Gut, wir haben jetzt keine Handlungsobjekte mehr übrig. Das heißt, wir können hier auch nichts mehr angucken, nichts mehr finden. Hier müssen wir einen Hebel umlegen. Und ich fürchte, genau das werden wir jetzt tun. Drücke L. Ich drücke L. Ich schiebe L nach oben. Ah, okay, ich schiebe Jack, L nach oben. Wir müssen weitermachen. Ui. Da wird nur die Kronon-Leitung initiiert. Ist das normal, ja? Okay, wir schieben den Hebel weiter. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messung ist stabil. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen. Hier entlang.
Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Den Korridor anheben, das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Ich glaube, dieses Symbol hieß da gerade, dass gespeichert wurde. Ich werde es aber gleich nochmal testen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und ich hoffe, mein Let's Play macht euch Spaß und diese Maus nervt mich tierisch. Bis zum nächsten Mal bei Quantum Break. Macht's gut. Tschüss, Jan.